Servus, liebe Schrauber und Kulturbanausen. Willkommen im heutigen Video. Wie ihr sehen könnt, heute geht es um eine Liege oder um mobile Arbeitshilfen, um unter Fahrzeuge zu fahren. Die Draw Me Like One of Your French Girls Nummer war nur ein kleiner Gag am Rande. Ihr habt es gesehen, heute geht es um diese Liege, diese Werkstattliege. Und BGS hat davon so einige verschiedene Varianten im Programm. Ich habe mich hier für eine ganz simple Variante entschieden, weil ich einfach hier vor der Haustür das ein oder andere machen können muss an den Fahrzeugen und auch vielleicht unterm Transit. Und dafür brauche ich schon mal so eine Rollliege. Ich habe tatsächlich keine großen Ansprüche an diese Werkstatt-Rollliegen. Für mich müssen sie einfach nur mein Gewicht tragen, vernünftige große Rollen haben und damit auch über unwegsame Untergründe fahren können. Yes, wir haben hier 6 Rollen drunter und das ist tatsächlich auch schon alles, was es zu montieren gilt. Das heißt, die Liege kommt voll montiert, man muss nur noch die Rollen einsetzen. Alles in allem sehr entspannt und ich würde sagen, wir testen einmal, ob das Ding seinen Nutzen erfüllt. Yes, und wie ihr sehen könnt, einmal den Wagen aufgebockt. Denkt immer daran, noch eine zusätzliche Bock drunter zu stellen, falls mal der Hydraulikzylinder versagt, sonst seid ihr platt. Wie ihr sehen könnt, für mich gar kein Problem, hier geschmeidig auf dem Pflasterboden unter den Wagen zu fahren. Ich würde sagen, damit ist dieser Task auf jeden Fall erfüllt. Ja, ihr habt es gesehen, selbst auf unwegsamerem Terrain meistert die Liege quasi alle Aufgaben, die sie meistern soll. Ich kann mich gut drauflegen und kann damit unterm Auto rumfahren. BGS hat viele verschiedene Varianten davon im Angebot. Wir gehen mal die verschiedenen Varianten durch. Wir haben zunächst diese sehr einfache Variante, wie ich sie habe. Wenig Schnörkel, funktioniert aber gut und für mehr wird sie auch nicht gebraucht. Dann hat BGS noch eine etwas speziellere Variante, die sich aus 2 Teilen zusammensetzt, die man in verschiedenen Stellungen klappen kann, sodass man durchaus auch eine Rückenlehne bzw. einen wirklichen Hocker daraus machen kann. Die ist natürlich etwas aufwendiger, erfüllt natürlich dann noch ein paar mehr Funktionen. Vielleicht interessant für die Leute, die überwiegend unter Fahrzeugen arbeiten und keine Hebebühne haben. In meinem Fall, da ich die meisten Arbeiten an Fahrzeugen auf einer Hebebühne mache, brauche ich nur die simplere Variante. Dann haben wir noch eine andere Variante, die auch sehr schick ist, besteht aus einer Kunststoffwanne und hat tatsächlich ein integriertes Arbeitslicht, womit man quasi schön unterm Auto liegen kann und dann sich direkt auch das passende Licht zum vernünftigen Sehen und vernünftigen Arbeiten quasi selber leuchten kann. Ja, ihr habt es gesehen, die verschiedenen Varianten, die BGS anbietet, sind umfangreich an der Zahl. Letzten Endes muss sich jeder selber entscheiden, für welche Variante er sich entscheiden möchte, was für ihn wichtig ist. Ich persönlich brauche nichts, weil ich gern so flexibel wie möglich bin. Ich habe genug Arbeitslampen, ich habe Stirnlampen, ich habe Mützen, die ich auch öfter schon mal vorgeführt habe, wo eine LED direkt mit drin ist. Die benutze ich, wenn ich unterm Auto liege und dann brauche ich kein Arbeitslicht. Genauso wenig werde ich die Fahrzeuge so weit hochbocken vor der Haustür, dass ich in irgendeiner Weise die Hockerfunktion dieser klappbaren Variante brauche. Dementsprechend komme ich mit dem normalen Brett vollkommen zurecht. Nichtsdestotrotz sind alle Varianten einen Blick wert, wenn man wirklich darauf angewiesen ist, vor der Haustür bzw. ohne Hebebühne zu arbeiten. Und ich denke, das kann sich auf jeden Fall mal sehen lassen. Ja, generell, ich bin hiermit sehr zufrieden. Die Liege hat alles getan, was ich von ihr erwartet habe. Sie hat mich über unwegsames Gelände gefahren, also in dem Falle gepflasterte Einfahrt. Ich konnte gut drauf liegen, sogar relativ gemütlich und konnte vernünftig unter den Fahrzeugen arbeiten. Insofern von meiner Seite aus keine Kritik und ich denke, damit bin ich schon sehr zufrieden. Ja, ich finde von meiner Seite aus ist das alles stimmig. Die Rollen machen einen wertigen Eindruck, die sind kugelgelagert hier an ihrem Drehmechanismus, die bewegen sich sauber, man kann sich selber gut mit den Beinen und mit den Händen mit dieser Liege fortbewegen.
Die Liege macht einen stabilen Eindruck und trägt mein Gewicht, also bin ich, was das angeht, rundum zufrieden. Ja, heute nur ein Quick and Dirty Video, aber viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Das Ding ist stabil, es rollt gut und ich kann darauf gut liegen und darauf arbeiten. Insofern, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Von meiner Seite aus, eine geile Liege, Daumen hoch und ich würde sagen, das war's für heute. Benutzt ihr solche Liegen? Gebt eure Infos mal in die Kommentare rein. Mich würde interessieren, ob ihr auf solchen Liegen viel arbeitet, ob ihr eher Hebebühnen benutzt, wieso eure persönliche Ausstattung ist und wie ihr das Ganze so handhabt. Yes, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Bye, bye. Hey Leute, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren oder unten über das kleine Logo und hier mittig könnt ihr meinen letzten Upload sehen bzw. meinen neuesten Upload und könnt euch noch weitere Videos von mir anschauen.